KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, ich bin der Erik, ich grüße alle da draußen. Hallo Erik. Ja. Hallo Erik. Ich lebe noch. Für alle, die mir folgen auf diversen Social Media Kanälen. Und insgesamt, der KinoCast lebt auch noch, denn wir haben letzte Woche mal aussetzen müssen, weil es terminliche Schwierigkeiten gab, die mehr oder weniger von mir verursacht wurden. Ja, aber wir sind mehr oder weniger dafür mit der doppelten und dreifachen Packung Filme zurück heute, denn wir haben zum einen die Sneak Preview, die wir vor 2 Wochen hatten. Das war der Film Sting. Hat nichts mit dem Musiker zu tun, sondern mit einer gefährlichen Spinne. Ein australischer Horrorfilm, würde ich sagen. Dann hatten wir in der vergangenen Woche in der Stuttgart in der Sneak Preview den Film Tatami. Und da erzählen wir später mehr dazu. Die Kate war im Kino bei Alles steht Kopf 2. Mal gucken, ob der zweite Teil auch die hohen Erwartungen erfüllen kann, denn der erste war ja richtig überragend. Dann sage ich noch ein bisschen, was wir so für neue Trailer hatten. Wir werden vielleicht kurz drauf eingehen. Die sind ja jetzt auch veröffentlicht auf kinocast.net. Und wir haben bei den Rezensionsfilmen weitergemacht von dieser einen E-Mail, wo wir schon erzählt hatten, wo wir letztens diesen schwülstigen Softporno hatten, der auf dieser Südseeinsel gespielt hat. Wo da gab es gar nichts, da war gar nicht, wurde gar nicht knickknack. Und deswegen so. Soft, ja. Ja, aber selbst beim Softporno macht es irgendwann mal knickknack. Also für amerikanische Verhältnisse war das schon hardcore, ne? Also, naja, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Komm, müsste ich nachschauen, irgendwie. Wild Things. Okay, vielleicht. Also da haben wir noch einen geschaut. Ich hatte mal so quer durchgeschaut, welcher von den anderen angebotenen Filmen eine halbwegs okay IMDb-Wertung hat. Da sind wir bei einem Film rausgekommen, der heißt Traummann gesucht. Ob der jetzt wirklich wesentlich besser war, werde ich später erfahren. Der Chris hat noch einen Film geschaut, Trigger Warning. Weiß ich gar nichts damit anzufangen. Ja, neu auf Netflix. Ja, schauen wir mal. Ich habe eigentlich gedacht, als ich hier krank zu Hause lag, ich hätte Netflix durchgeschaut und alles, aber das anscheinend doch nicht. Chris, Sting, australischer Film. Also wir wissen ja, in Australien kann dich so ziemlich jede Pflanze und jedes Tier töten. Also es gibt da keine, außer den eingeschleppten Tieren, gibt es da keine lieben Tiere. Und, das stimmt nicht. Das stimmt doch. Da gibt es ganz liebe, süße Lizards, die einfach nur in deiner Hecke wohnen. Die könnte ich auch töten. Nichts Böses wenn du dich, wenn du dich daran verschluckst. Ey, Nein. Musst auch nicht alles im Mund stecken. So, ist doch Sting. Kein zweijähriges Kind. Every breath you take. Wer hier Sting eingibt bei, Google, der bekommt automatisch den Sänger. Nimmst du nicht Bing? Nee, tatsächlich nicht. Cool. Okay. Okay. Aber es gibt eben auch diesen Film, wie du es schon gesagt hast, den Film aus Australien, der jetzt in den Kinos starten wird. Und Sting geht, ganz kurz gesagt, um ein Alienviech, ein spinnenartiges Alienviech, das ganz zu Beginn während eines Schneesturms in New York in einem Apartmenthaus landet, und zwar durch die Scheibe durch. Also es ist so, du siehst so ganz, ganz mächtig irgendwie was. Also das fand ich eigentlich ganz cool am Anfang. Da krabbelt eben diese Spinne in so ein Puppenhaus raus und läuft da durch die Etagen. Das ist so das Intro, das fand ich eigentlich noch ganz cool. Und wird dann gefangen genommen oder halt eingesammelt von einem Mädchen, das da durch die Lüftungsanlage durchgeht. Und da wohnt in dem Haus und ihr Stiefpapa ist da, der macht da den Hausmeister, und irgendwie der Oma gehört wohl das Haus, und der Schwester von der Oma, die managt das alles und ist so ein bisschen die Haustyrannin. Und dann gibt es noch einen kleinen Bruder,
der noch so ein Baby ist und die Mutter gibt's auch und die Figuren sind halt alle relativ blass, finde ich. Und jedenfalls sammelt sie diese Spinne ein und stellt dann so nach und nach fest, okay, irgendwas ist vielleicht nicht ganz richtig mit dem Viech, weil die kommuniziert mit ihr, die frisst Sachen relativ schnell und relativ grausam und ist ziemlich, ziemlich stark auch. Und dann gibt es noch so einen anderen Typen im Haus, der irgendwelche Forschung betreibt mit, was sind es, Fische oder Quallen? Fische sind es, glaube ich, ne? Der irgendwie was, der, ach ja, warte, Bauchspeicheldrüsenkrebs will er heilen mit seinen Fischen und deswegen experimentiert er da mit den Fischen rum und ist auch so ein bisschen ein Eigenbrötler und zudem geht es immer mit der Spinne und weil er kennt sich nämlich auch aus mit Spinnen, weil er hat er nämlich auch studiert und der sagt dann ja, hey, nee, ist keine richtige, kein Lebewesen irgendwie, was er kennt, also ist nicht irgendwie da und guckt sich das alles dann mal auch genauer an und ja, wie das halt so ist, Alien-Spinne bekommt mehr Hunger, Alien-Spinne isst Menschen und nimmt die dann auch gefangen und es entwickelt sich quasi von der Freundschaft Kind zu Spinne, entwickelt sich der große Endfight zwischen Kind und Alien-Spinne und halt auch Stiefpapa, also die Spinne bringt im Endeffekt die Familie, die etwas zerrüttet und zerstritten ist, zusammen und hat ein Problem mit Mottenkugeln. Also leider nicht Head and Shoulders, wie ich es gehofft habe, sondern Mottenkugeln. Und jetzt, ich habe die Anspielung verstanden auf Evolution. Vom Fenster gerade irgendwie Randale irgendwas bei mir. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Spinnen vielleicht? Ja. Das Kind ist auf der Terrasse und hat die Gießkanne gefunden. Terrasse. Okay, alles klar, das erklärt die Randale. Ob sie es schaffen, die Alien-Spinne zu besiegen oder ob die da rauskommt oder vielleicht sogar noch andere Sachen schon organisiert hat, verraten wir natürlich jetzt nicht. Nur es war halt ungefähr so, wie es klingt. Also der Film nimmt sich leider ein wenig zu ernst. Genau. Ne? Was halt sehr, sehr schade ist, also wenn du mal das Intro so sieht und so wie er losgeht, denkt man, okay, ja, es könnte ganz witzig werden. Ist es dann aber nicht, weil dann nimmt er sich wirklich viel, viel, viel zu ernst. Und das fand ich echt schade. Also der Kammerjäger, der kommt, der war noch so halbwegs witzig, will ich nicht sagen, aber der war noch ganz gut drauf. Aber da gab es ja auch leider schon so ein Foreshadowing. Genau. Und was ich halt überhaupt nicht gerafft habe, ist, über wie viele Tage sich das gestreckt hat. Also es war irgendwie eine relativ, also es war alles so, die waren ja gefangen in der Wohnung, weil man konnte ja nicht raus und das ging dann schon über mehrere Tage, aber dann auch irgendwie nicht. Also das habe ich nicht so ganz gerafft, wie das sich da so entwickelt hat, weil alles an einem Abend kann ja nicht sein oder in zwei Tagen. Naja, Hauptrollen sollte man vielleicht noch sagen. Die Hauptrolle war, wie wird es ausgesprochen? Jermaine Fowler. Alila Brown. Ach so. Die Charlotte. Aber kannte man nirgendwo her. Also ich habe da niemanden irgendwie erkannt. Doch, die spielt ja bei Furiosa mit. Den habe ich nicht gesehen. Kinder des Zorns hat sie mitgespielt. Habe ich auch nicht gesehen, den neuen. Ja. Ich meine nur, ich habe also da wie gesagt, erkannt. Wirklich, wirklich bekannt war mir auch niemand. Und wird mir wahrscheinlich auch keiner im Gedächtnis bleiben, weil das ist genau das große Problem von dem Film. Wenn man Angst vor Spinnen hat, sollte man den auf keinen Fall schauen, weil das ist einfach nur Wurp. Und ansonsten ist es, ich weiß nicht, es reicht nicht ganz zum Horrorfilm, es reicht nicht ganz zum Thriller, es reicht nicht ganz zur Komödie, weil wie gesagt, dafür nimmt er sich teilweise zu ernst und die Dialoge sind teilweise einfach nur oh, wow. So sind sie bei mir in Erinnerung geblieben. Also ein kräftiges oh wow. Und weiß nicht, ich kann nicht so viel mehr Positives zu sagen. Also mich hat die Hauptdarstellerin schon genervt. Mich haben die Eltern genervt. Ich fand's krass, dass die Spinne auch noch, nein, was die Spinne alles macht und was die kann und was sie dann doch wieder nicht kann, wenn ein Schrank davor steht. Also fand ich schon sehr seltsam. Ich weiß nicht, Erik, wie ging es dir da noch mit?
Ja, der Film hat mehrere Probleme, wie ich finde. Das eine ist, dass er irgendwie nicht seine eigene Stimmung und seinen eigenen Ton findet. Er hat ein bisschen sehr viel abgeguckt von anderen Sachen, von Arachnophobia, selbst von Alien gab es so eine Szene, die abgeguckt war. Und er findet aber nicht seinen eigenen Ton und seine eigene Art, wie er es gerne erzählen möchte. Und dieses Hin- und Hergespringe in der Zeit und dieses, ja, was halt immer bei solchen Sachen, wenn man am Anfang noch nicht genau weiß, jetzt verschwinden hier Leute und was ist da los und so, was halt da immer das Interessante ist, wenn du als Zuschauer denselben Wissensstand hast wie die Akteure, wenn du allerdings schon in einem Foreshadowing irgendwas gezeigt bekommst, dann machst du dir das eigentlich damit kaputt. Dann musst du eigentlich als Regisseur noch mehr an der Hinterhand haben, um die Zuschauer bei Laune zu halten. Hat er aber nicht gehabt, der Regisseur oder die Regisseurin. Ich weiß gerade nicht, wer es gedreht hat. Deswegen, das war halt ein bisschen schade. Da sind sehr viele Sachen einfach im Leeren verlaufen und Dialoge waren irgendwie ein bisschen sinnlos und ja, es hat insgesamt wenig Spaß gemacht, der Film, obwohl es eigentlich so herrlich quatschig hätte sein können mit so einer Alienspinne, die da kommt und so. Der hatte ein paar nette Comedy-Sachen drin, wo es ein bisschen lustig wurde oder so, aber das war mehr über ein Schmunzeln bist du da nicht hinausgekommen und gerade bei solchen Themen hätte ich eigentlich erwartet, dass man das ein bisschen mit Augenzwinkern nimmt und man kennt ja hier zum Beispiel Eight-Legged Freaks oder sowas, wie hieß der im Deutschen hier, dieser eine Film mit Dewey aus Scream, der so ein bisschen auf lustig gemacht war, auch mit so einer Riesenspinne und ja, weil heutzutage, ja, es gibt so viele besser gemachte Horrorfilme und da ist der einfach, der fällt hinten runter. Ich habe auch schon wieder wirklich die Hälfte vergessen gehabt, jetzt wo du erzählt hast, ist mir wieder ein bisschen was eingefallen, weil da bleibt ja, zu wenig in Erinnerung. Es ist halt relativ belanglos teilweise auch, wie gesagt. Mhm. Das ist halt echt schade, weil die Idee dahinter sicherlich keine so schlechte ist, nur die Umsetzung war halt eher mau, sagen wir es doch so. Und um das ganz mal ganz nett auszudrücken. Ja, für die Sneak aber trotzdem ein okayer Film. Ja, für die Sneak war voll okay. Wie ich fand, ja. Ich weiß nicht, da haben wir schon andere Sachen gesehen. Ich habe den ja als Screener gesehen zu Hause. Du warst ja in der Sneak, sind da welche rausgegangen, weil meistens bei Horror-Themen gehen ja manche raus, ja? Das sind schon immer wieder welche raus, relativ früh sogar schon und ja. Wobei halt die Wertungen tatsächlich in unserer Gruppe sehr, sehr auseinandergehen. Mhm. Also es ist tatsächlich von 0 bis 9 ist alles dabei. Okay, tatsächlich 0, stimmt. Aber hier der Martin, schöne Grüße, der hat hier auch drunter kommentiert bei uns in der Gloria Sneak Gruppe auf Facebook. Er hat geschrieben, war leider schon fast alles im Trailer verbraten. Das stimmt, als ich hier die IMDb-Seite aufgerufen habe, damit ich jetzt ein paar Namen habe. Da läuft ja manchmal der Trailer so mit und da habe ich auch gesehen, da kamen eigentlich die geilen Szenen im Trailer und der Rest des Films war eigentlich so gepflegte Langeweile, weil das waren halt irgendwelche Gespräche und der mit dem und der beeft mit dem und die kann nicht mit dem und das war so in dem Haus so, ja. Also da waren wirklich die coolen Szenen im Trailer vorhanden und das war es leider auch. Ja, irgendwie, ne? Deswegen. Genau, ich habe 5 Punkte gegeben, weil für mich war das, ja, für mich war das ein okayer Horrorfilm und ja, wie gesagt, das ist so ein durchschnittlicher Film, den habe ich ratzfatz wieder vergessen. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, was ich hier gerade gelesen hatte, der Name des Films Sting hat jetzt nichts mit Stechen oder so zu tun, sondern ja, indirekt schon, aber eher mit Bilbo Beutlins Schwert, was im Original Sting heißt, womit er die Riesenspinnen bekämpft. Deswegen hat man das so genannt. Okay, ja, alles klar. Das ergibt komplett Sinn. Ja. Jawohl. Ich habe ihm 4 von 10 gegeben. Ja, du bist ja auch nicht weit weg. Ja, ich bin nicht weit weg, weil halt, wie du schon gesagt hast, für die Sneak war es ein okayer Film. Oh, jetzt kommt noch was. Mir ist noch gerade eingefallen. Ich hatte, der Screener war im Original. Also deswegen, da war so dieser schöne Aussie-Akzent, weißt du. Das verfängt ja bei mir immer noch ein bisschen mehr, wenn ich die Filme im Original gucke. Vielleicht liegt es daran. Weil da waren auch ein paar Jokes drin, wo ich dachte, wie haben sie denn die ins Deutsche übersetzt? Ich konnte es leider nicht checken, aber wird wahrscheinlich nicht so gut gekommen sein. Gefühlt kann ich dir sagen, wahrscheinlich eher schlecht. Ja, weil da waren so ein paar Wortwitze drin,
wo ich dachte, oh, das lässt sich schwer ins Deutsch übersetzen. Aber ich habe auch kein Interesse, den jetzt nochmal zu gucken und zu sehen, wie sie es übersetzt haben. Verstehe ich gar nicht. Also. Nee, einmal gesehen, das reicht mir. Okay, ja. Das war Sting. Durchschnittlicher Spinnenhorrorfilm. Wobei ich aber sagen würde, also selbst wer sich jetzt wirklich extrem vor Spinnen ekelt, kann den vielleicht gucken, weil das ist eher so ein Alien-Film als ein Film über Spinnen. Okay. So, dann kommen wir mal zu Tatami. Tatami, so heißen ja die Matten im Judo. Und darum geht es auch in diesem Film. Uns wird gezeigt, wie eine Gruppe von jungen Frauen nach Tbilisi, nach Tiflis, nach Georgien fährt mit dem Bus, weil dort die Weltmeisterschaft im Judo ist. Und die Mannschaft, die wir sehen, ist die Mannschaft vom Iran, die Nationalmannschaft, die Judo-Nationalmannschaft, die Frauen-Judo-Nationalmannschaft vom Iran, jetzt haben wir es. Und wir lernen da eine etwas genauer kennen, nämlich die Layla, die wird uns hier vorgestellt und die hat alles auf diesen Wettkampf hin ausgerichtet, schon die ganzen letzten Jahre hat sie darauf trainiert und das ist ja gerade in solchen Systemen, ich meine, ich bin ja auch in so einer Art System groß geworden damals in der DDR, das war ja auch ziemlich mit Repressalien und sonst was allem und da hat halt gerade der Sport, speziell der Sport, wo die Mannschaften und die Sportler erfolgreich sind im internationalen Bereich, im internationalen Rahmen, der hat einen besonderen Fokus von der Politik her und so, dass man dann als Sportler immer ja die Anweisung befolgen muss. Deswegen habe ich Bogenschießen gemacht, weil das war überhaupt nicht im Fokus. Im Gegensatz zu, bei uns gab es viel Radsport, das war sehr im Fokus und diverse andere Sachen, Schwimmen. Deswegen habe ich halt Bogenschießen gemacht, da konnte ich auch, hat mir Spaß gemacht und hat sich halt keine Sau drum gekümmert. Gut, wir mussten ja irgendwas machen, genau. Und hier ist halt auch so, das wird alles sehr politisiert. Wir erfahren in Rückblenden auch, wie die Mannschaft aufgestellt wurde, wie die Trainerin aufgestellt wurde. Das mit der Trainerin, dass die offensichtlich auch ein ganzes Päckchen zu tragen hat. Und wir erfahren, wie sich Layla vorbereitet hat auf den Wettkampf. Und dann ist es so, es gibt dann so einen Turnierbaum natürlich, wo sie dann erstmal anfängt und in die nächste Runde weiterkommt und immer weiterkommt. Und irgendwann kommt die Anweisung aus der Heimat, dass sie eine Verletzung vortäuschen soll, damit nicht der Fall eintritt, dass sie eventuell im Endspiel gegen die israelische Sportlerin kämpfen muss, dass quasi Iran gegen Israel kämpfen muss. Und da eventuell vielleicht verliert, was natürlich ein schlechtes Signal wäre dann im internationalen Bereich. Und das will man halt vermeiden, da quasi selbst dafür oder vorauseilen Gehorsam sozusagen, damit das gar nicht erst passiert. Und sie widersetzt sich aber zunächst mal und wir sehen dann dieser Turnierbaum, sie geht halt immer wieder höher und höher. Und inzwischen laufen in der Heimat sind diverse Räder angelaufen, dass da die Geheimpolizei auf der Suche ist nach ihrer Familie und die ihre Eltern verhaftet, ihr Mann und ihr Sohn können fliehen und müssen dann auch, erfahren wir dann immer so in Gegenschnitten, wenn sie mit denen telefoniert, wobei ich da telefonieren auch gefährlich finde, weil so ein Handy kann man halt orten und so. Aber gut, das musste halt hier sein für die Dramatik, dass sie halt mit ihm in Kontakt sein kann. Und ja, so kommt sie halt immer weiter. Ihre Trainerin drängt sie dann auch immer mehr dazu, dass sie aufgeben soll, weil ihre Familie und ihre Verwandten werden auch bedroht in der Heimat. Und ja, wie es dann nun ausgeht, wie es dann weitergeht, das werden wir natürlich mal nicht verraten. Aber das Ganze ist rein technisch gesehen jetzt erstmal in Schwarz-Weiß gedreht auch. Es beginnt am Anfang, da war der Chris, glaube ich, noch nicht im Raum drin, beginnt mit einem sehr ja, breiten Bildformat und wird dann immer kleiner und enger, je enger sich auch die Schlinge sozusagen um sie und ihre Familie zieht. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, die gefühlte, ja, nee, wo die am Anfang nach Tiflis einreisen, ist alles richtig schön. Es ist zwar auch schon schwarz-weiß und
Aber trotzdem sieht richtig gut aus und dann wird es halt immer enger, das Bildformat. Das geht dann über so ein 16:9 bis hin zu einem 4:3, teilweise mehr oder weniger unbemerkt. Also die Ränder werden halt immer enger, immer enger, immer enger. Und am Schluss ist es fast quadratisch, das Bildformat, fast hier so Instagram-Style. Und das symbolisiert dann halt auch dieses Korsett, was sich da so um sie immer weiter schnürt, und sie weiß halt auch fast keinen Ausweg mehr. Sie ist dann fast auf sich allein gestellt auch. Und ja, also mich hat das sehr, sehr bewegt, sehr mitgenommen, weil ich das auch, also nicht am eigenen Leib, aber ich kannte auch welche, die bei uns Sport gemacht haben aus meiner Klasse, und Freunde, die da auch so im Fokus standen. Und das war natürlich in der DDR jetzt nicht ganz so heftig wie hier im Iran, wo da noch viel, viel mehr dranhängt und mit Leuten verhaften und sonst was. Das war es nicht, aber so dieser Druck war schon da, Leistung zu bringen, und wurden ja auch teilweise unlautere Mittel eingesetzt in der DDR. Und deswegen, aber hier, wie das so dargestellt wurde mit der Geheimpolizei, ich meine, sowas Ähnliches hatten wir auch mit der Stasi und so, die Leute unter Druck gesetzt haben. Deswegen, ich konnte es sehr, sehr nachvollziehen, leider. Und es hat mich sehr mitgenommen, der Film. Ich fand den richtig gut gedreht, gut gespielt von der Darstellerin. Ich mochte viele von den Kameraeinstellungen, Schnitten, die da drin waren. Es war wirklich ein ganz, ganz toller Film, wo ich mich freue, dass ich ihn in den Sneak gesehen habe. Der Chris hat hier noch keine Wertung eingetragen. Jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Was er sagt, oh, scheiß Schwarz-Weiß-Film, hier, was soll das hier? Ein Iraner, Judo interessiert kein Mensch. Ja, was soll ich sagen? Es war schwierig, ein bisschen reinzukommen in diesen Film, fand ich. Also, ja, nicht unbedingt schwierig, aber halt das Setting war, ja, okay. Und ich kann schon das sehen und nachvollziehen, was da abging und wie es da abläuft. Nur ich bin auch der Meinung, dass das Ganze eigentlich wahrscheinlich noch viel, viel krasser eigentlich hätte ablaufen können oder sollen sogar, so wie die da Trouble gemacht haben. Das Schwarz-Weiß habe ich mich irgendwann dran gewöhnt. Ich habe mal zwischendurch eine Minute oder so aufs Handy geguckt während so einem Kampf, weil ich eben die Kampfszenen nicht so geil fand, diesen aneinander rumzerren. Und wenn du nicht hingeguckt hast, nur den Ton hattest, hast du halt nur gehört, und dann hab ich gedacht, so, okay, vielleicht bin ich doch im falschen Film gelandet. Dann hat dir der Film schon besser gefallen. Na, geht so. Und ja, insgesamt ist es dieses, wie es dann hinten raus auch der Twist noch, oder wie sich dann noch rausdreht alles und was dann noch rauskommt und wie und was. Das ist schon cool gemacht. So total abfeiern tue ich ihn nicht, den Film. Deswegen, ich habe noch keine Wertung eingetragen. Ich trage sie jetzt gerade live ein. Und ja, es war okay, war mal interessant, sowas zu sehen. Auch so ein künstlerisches Werk quasi. Und ja, wie gesagt, ich wüsste niemandem, den ich diesen Film empfehlen könnte. Das ist das andere. Nee. Ich würde ihn schon empfehlen. Also, er lief auf diversen Festivals. Das Besondere ist auch, dass hier eine iranische Regisseurin mit einem israelischen Regisseur zusammengearbeitet hat, genau, dass ich es richtig sage, für den Film, was natürlich auch eine ziemliche Besonderheit ist, und lief auf diversen Festivals, wurde sehr gefeiert, wo er lief, und ich glaube, das war ja auch der Grund, weshalb der irgendwie in das Sneak ein bisschen verschoben wurde, weil der noch auf irgendein Festival zu laufen hatte, ne? Da musste man die Filmrollen rüberbringen, irgendwo anders hin, in ein anderes Kino. Ja, sowas. muss so gewesen sein. Rüberrollen, ja. In ein anderes Kino. Ja, klar. Wie man es halt früher gemacht hat, ne? Ja. Nee, ich fand es überragend guter Film. Also wer mal ein bisschen was außer der Reihe sehen möchte, was jetzt nicht Hollywood-Kino ist und starke Charaktere, eine gut erzählte Geschichte, eine, die einen mitreißt, wie ich es finde, oder wer vielleicht da einen ähnlichen Hintergrund hat, dann schaut mal diesen Film an. Tatami heißt der, und basiert übrigens auf einer wahren Geschichte von einem Judoka, der in Tokio angetreten ist, und ja, Tatami in der Sneak Preview. Von mir 8 Punkte, von dir 6 Punkte. Dann
ja, jetzt müsst ihr da draußen euch ein Urteil fällen. Das könnt ihr ab dem, wenn ich es rausfinden würde, wann der anläuft hier, hat er überhaupt schon, 1. August, hier steht es, 1. August 2024, läuft er in dem Kino eurer Wahl an, wird wahrscheinlich keinen sehr breiten Kinostart haben, weil das doch eher so ein bisschen Special Interest, leicht arthausig ist. Müsst ihr mal schauen, ob das irgendwo in dem Kino in eurer Nähe läuft. Aber guckt, dass ihr den vielleicht erwischt, um euch mal ein Urteil zu bilden. So, aber jetzt haben wir die beiden Sneak Previews der vergangenen Wochen abgehakt. Wie lautet denn der Tipp für die morgige Sneak, wo ich noch nicht wieder mit dabei sein kann? Morgen am 1.7. lautet der Tipp: Lieber spät als nie. Und der Martin hat einen Filmtipp abgegeben, wo ich mir vorhin kurz den Trailer angeguckt habe. Und das könnte tatsächlich passen. Und zwar ist es der Film Am I Okay mit Dakota Fanning, die sich in ihren, was ist das, Anfang 30ern nicht ganz sicher ist über ihre sexuelle Orientierung. Mhm. Ist das irgendwie eine weiterführende Geschichte von diesen 50 Shades da? Nee, ne? Nein. Da hat die doch auch mitgespielt, oder? Ja. 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 Okay. Ja, das scheint sie gern zu spielen, sowas Anrüchiges, so ein bisschen. Ja. Naja, mal gucken. Das ist der einzige Tipp. Mal gucken, ob mir noch irgendwas einfällt, dann werde ich es mit tippen. Morgen ist auf jeden Fall auch wieder Bilderrätsel, wenn ich da richtig gerechnet habe. Ja, ist ja der oder erste haben wir 31 Monat, Tage? Ja. Nee. Bin gerade ein bisschen Mischugge. Ja, also. Ich habe doch gerade gesagt, morgen ist der 1.7. Stimmt. Dann gibt es also morgen ein Bilderrätsel. Das heißt, ihr könnt in die Sneak Preview gehen. Es läuft ja parallel auch ein Achtelfinale, 21 Uhr, genau. Das andere Achtelfinale könnt ihr vorher gucken, 18 Uhr. Und das dann, ist da, wenn Frankreich rausfällt, ne? Könnte passieren, ja. Die haben sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das würde mich gar nicht wundern, wenn sie rausfliegen. Und wäre wahrscheinlich sogar gerechtfertigt, also für die Leistung, die sie bisher gezeigt haben. Ja, aber 21 Uhr, ja, wer das sehen möchte, kann leider nicht in die Sneak. Oder ihr geht erstmal rein, bezahlt das Geld, guckt die erste halbe Stunde wenigstens. Nee, die erste Stunde könnt ihr ja gucken. Ne? Beginnt ja 20:30, könnt das Bilderrätsel noch mitmachen. Und dann seht ihr zumindest mal, worum es in dem Film geht. Dann könnt ihr immer noch rüberlaufen auf die Fanmeile und den Rest noch gucken. Oder erst das Spiel gucken. Oder ihr geht einfach in die Sneak und geht dann auf die Fanmeile, weil dann seht ihr immer noch, was passiert von dem Spiel, oder? Ja, das ist doch. Erik bringt hier Ideen mit. Das ist doch ein Tipp, genau. Das könnt ihr machen. Und dann könnt ihr vorher das Frankreich-Spiel gucken, dann rüberkommen in die Sneak gucken und dann wieder rübergehen, das andere Achtelfinale. So läuft's. Jawohl. Kate war noch mal im Kino. Und hat was geschaut, nämlich Alles steht Kopf 2. Ist die 2 schon deine Wertung oder ist das? Nein, ist es nicht. Es ist einfach der Filmtitel. Ja. Alles steht Kopf 2. Genau, und wir sind wieder in der Familie um die junge Riley, heißt sie, glaube ich. Und wir haben wieder die Gefühle im Kopf, wie auch im ersten Teil. Der einzige Unterschied ist, dass Riley jetzt älter ist und in die Pubertät kommt. Und das Ganze findet mehr oder weniger statt, sie spielt ja Eishockey und sie wird von einem Highschool, also von einer Trainerin vom Highschool-Team, wo sie ja dann nächsten Sommer auf die Highschool gehen soll, angesprochen wegen dem Team und ob sie in eine Art Kurz Ferien-Bootcamp kommen möchte, zusammen mit ihren zwei besten Freundinnen, die auch mitspielen. Und es ist halt voll fancy, da eingeladen zu werden. So drei Tage über ein längeres Wochenende da in dieses Eishockey-Trainingscamp zu fahren. Und sie nimmt die Einladung an und ihre Freundinnen auch und dann kommen sie dort an und da sind halt ihre großen Vorbilder von dem Team, wo sie dann eventuell in der Highschool spielen könnte. Und möchte sich da natürlich gut darstellen. Und mit diesem Punkt kommen neue Gefühle hinzu in ihrem Kopf. Und aus dem Trailer kennen wir ja schon Anxiety, wird im Deutschen übersetzt mit, ich überlege gerade. Angst. Wie haben Sie das genannt? Nee, Angst gibt's ja schon. Zweifel. Zweifel, okay. Und ja, da muss ich sagen, da finde ich die Übersetzung nicht so geil,
weil Anxiety und Zweifel sind für mich zwar unterschiedliche Sachen, aber die Darstellung ist okay, weil Anxiety oder beziehungsweise Zweifel will halt quasi das Kommando übernehmen, um Riley beliebt zu machen und alles richtig zu und dass sie halt da ins Team kommt. Und es werden halt mehrere Gedanken so gestreut, von wegen, wenn sie das jetzt schafft, dann ist sie beliebt. Und wenn sie das schafft, dann kommt sie in das Team und dann mag sie die Kapitänin von dem Team. Und es geht halt nicht nur allein mehr um die Erinnerungen kreieren und die Kernerinnerungen zu verstärken. Mittlerweile gibt es ein sogenanntes Selbst, also Dinge, die Riley festgestellt hat in ihrem Älterwerden, die sie zu dem Menschen machen, der sie sind. Und die sagt, dieser Kerngedanke ist, ich bin ein guter Mensch. Und durch die neuen Gefühle und somit die Pubertät wird das Ganze ein bisschen verwandelt in ich bin nicht gut genug. Und das ist die Kernprämisse, dass wir hier halt diese Kombination aus diesen neuen Gefühlen, die so ein Teenager mit sich rumträgt, dass die erstmal mit den alten Gefühlen zusammenarbeiten müssen. Und was dann passiert, wenn zum Beispiel auch eine Art Panikattacke oder ähnliches in so einem Kind vorkommen, weil irgendein Ziel nicht erreicht wird und sie dann sich total verkopfen. Genau. Und im Endeffekt geht es halt darum, dass Anxiety die Kommandozentrale übernimmt mit den anderen Gefühlen. Das ist Scham, der ist so süß, Scham ist so goldig. Und ich weiß gar nicht, Ennui, dieses ist mir egal, ja, wird auch sehr, sehr süß, schön dargestellt. Und der schmeißt und Anxiety schmeißt quasi die anderen Gefühle raus. Und die müssen dann versuchen, wieder zurückzukommen in die Kommandozentrale und bevor Anxiety eben alles durcheinander bringt und ganze Kernwelten in Rileys Gedankenwelt zerstört. Es ist wirklich ein schöner Film, muss ich sagen. Er ist anders als der erste. Er ist ein bisschen, finde ich, nochmal ein bisschen tiefer gehend, weil du halt jetzt eben diese Zweifel und Ängste nochmal mehr hast als jetzt im ersten Teil. Es gibt auch so eine ähnliche Szene wie dieses Take Her to the Moon for Me, wo alle dann mit Pippi in den Augen da sitzen. Ich fand den ersten besser, aber wahrscheinlich, weil es einfach was Neues auch ist und diese Gedankenwelt so darzustellen einfach neu war. Aber der zweite ist wirklich auch schön. Sehr schön dargestellt und mit viel, sagen wir mal, Erklären für die Großen, aber auch Spaß für die Kleinen. Mir hat er gefallen. Das klingt gut. Bei mir im Haus gehen ja, wie gesagt, heute noch zwei ins Kino. Gucken sich den an, mal gucken, was die sagen. Wie alt ist Remy jetzt? 12. Ja, doch, das könnte passen. Ja, ne, der mochte den vorhergehenden Film, den gibt es ja irgendwie auf Disney Plus. Den haben die letztens da geguckt, als sie Kino-Nachmittag gemacht haben. Und den mochte er auch sehr, deswegen gehen sie da jetzt rein. Mir fiel es ein bisschen schwer, den Film mit Kinderaugen zu sehen, weil ich finde, dass der sehr tiefgehend ist und sehr viel, sagen wir mal, Gefühlserläuterung hat, was eher zu älteren Teenagern und zu Erwachsenen passt, die Teenager zu Hause haben. Ja? Ob das wirklich für die ganz Kleinen was ist, keine Ahnung, ich kann es mit denen ihren Augen noch nicht sehen. Ganz klein, ja. ja, aber du, ich war in der Nachmittagsvorstellung oder Mittagsvorstellung um 13.30 Uhr. Da waren 8-9-Jährige mit ihren Eltern. Ja. Und ich weiß nicht, ob die die Prämisse und die Gedanken hinter dem Film wirklich verstehen. Ich glaube, für die ist das einfach nur lustig. Ja, darfst nicht vergessen, viele, die sich jetzt nicht so tief mit dem Thema beschäftigen, wie wir jetzt hier mit Kinofilmen und was läuft an und worum geht's da, die gehen halt mit ihren Kindern, ja, wollen mal wieder ins Kino, dann gucken sie sich die Poster an. Also vielfach werden auch die Entscheidungen, in welchen Film man geht, auf Basis der Poster getroffen. Also wahrscheinlich mehr, als wir glauben und mehr, als auch die Kinos glauben, wird einfach an den Postern entschieden. Und wahrscheinlich auch mehr, als sich die Kinobesucher selber eingestehen. Deswegen, ja,
Die sehen dann halt, ja, ein Animationsfilm, sieht lustig aus, sieht für Kinder gemacht aus, da gehe ich doch mal rein. Hm. Ist auch, also wie gesagt, ich glaube schon, dass da die, vor allem wenn es dann, wenn, wie die Gefühle halt dargestellt werden und so. Und das ist schon ganz süß, also muss ich schon sagen. Es gibt viel Eishockey, würde dem Chris, glaube ich, gefallen. Chris, und viel Eishockey gespielt. Bin ich immer jetzt da hellhörig, klar. Also ich werde mir den auf jeden Fall anschauen. Ob ich jetzt da noch ins Kino dafür renne, weiß ich nicht, aber ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Also sobald der auf Disney Plus ist, wird der geklickt, das ist ganz, ganz klar, weil ich ja den ersten schon sehr, sehr gefeiert habe. Ich fand den so herzlich gemacht. Und was so ich halt, ich habe ja, was ich halt keine Ahnung mehr habe, ist, wie das mit der Pubertät passiert ist. Ist das schleichend passiert oder ist es wie im Film quasi über Nacht passiert? Weil das ist wirklich so, sie gehen abends ins Bett, ihre Gefühle gehen schlafen und wachen auf, weil so Umbauarbeiten plötzlich stattfinden. Und das ist so ja, geil. Meinst du jetzt die Kommandokonsole erweitert und so. Meinst du, wie das ja, in echt war? Das, oh nee, das war nicht. Ich glaube, dass sich das für manche Eltern vielleicht tatsächlich so anfühlt. Als ob das jetzt plötzlich von heute auf nachher anders ist. Das ist, ich sag dir, das ist ein langwährender Prozess, der geht irgendwie ja? so, was weiß ich, mit 11, 12 los, ja, und dauert dann ewig an. So, wenn ich zumindest von meiner Tochter da so sehen kann. ja, genau. Ja, apropos Tochter, wo ist meine? Inside, Hauptsache nicht über den Balkon gefallen jetzt, wenn die da auf dem Balkon nee. Ich glaube, es Katzennetz regnet halt, dran, aber ich glaube, sie sitzt im Sandkasten, aber okay. Es regnet, deswegen... Inside Out 2 ist ja immer noch unangefochten Platz 1. Ich bin hier gerade in der IMDb bei Box Office Mojo mit 17 Millionen in Deutschland. 17 Millionen Einspielergebnis, was natürlich irre ist. Krass. Aber zu den Charts kommen wir dann später. Was gibst du so punktemäßig? Ich gebe 8 Punkte, weil er wirklich solide und wieder schön, sehr schön gemacht ist. Sehr gut. Ja. Okay, dann habe ich schon mal ein bisschen vorgegriffen hier, aber mal gucken, wie es in Stuttgart aussieht. Das kann ja auch völlig anders sein. Wir schauen mal in die Charts und Neustarts. Kinocharts und Neustarts. So, die Charts. So, da waren jetzt diverse Events auch. Puh. Festival. Es steht aber tatsächlich auch dran, durchs Doku-Festival und alles. Es gibt eigentlich nur eine Top 2. Also Top 2 ist dann das quasi ist auf Bad Boys, Ride or Die auf 2 und auf 1 halt alles steht Top 2. Ja, der Rest waren alles irgendwie hier aus dem Event und genau, das wird wahrscheinlich auch die ganzen Besucherzahlen gezogen haben. Ich schaue gerade mal, wo habe ich meinen Tab? Hier ist der Tab. Also in Deutschland weit ist auch unangefochten Inside Out 2 auf Platz 1 und Platz 2 ist Bad Boys, Ride or Die mit 8 Millionen rund gerechnet und Platz 3 ist was? Ghost, Doppelpunkt, Right Here, Right Now. Das ist, glaube ich, dieser Konzertfilm von dieser Metalband oder sowas, was wir letzte Woche vorgelesen hatten als Neustart. Ne? Ja. Dann Platz 4, deutschlandweit ist Garfield, The Garfield Movie. Und Platz 5 ist Bike Riders. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass der ein bisschen mehr macht. Weil der hat hier deutschlandweit 250.000 eingespielt. Ich dachte, naja, wahrscheinlich sind die ganzen Motorradfahrer jetzt gerade alle draußen unterwegs bei schönem Wetter und gehen nicht ins Kino. Aber ich dachte, das zieht vielleicht, ich hätte gedacht, diese Community der Motorradfahrer ist größer und stärker, dass die da ins Kino gehen. Wenn da so ein Film kommt, so Easy Rider mäßig, hätte ich gedacht. Die gehen alle ins Autokino und stehen dann da. Kann natürlich sein, aber naja, wer weiß, vielleicht zündet er dann noch in der zweiten Woche oder sie gucken sich das dann lieber im Heimkino an. Aber ich hätte schon gedacht, dass quasi wie so Fast and Furious gibt es auch eine große Petrolhead-Community, die da immer wieder reingehen in die Filme, dass da die ganzen Motorradfahrer reingehen. Oder sie wissen halt nicht, dass es kommt, weil die Werbung ist auch ein bisschen dünne. Für den Film. Naja, was läuft Neues an? Was läuft Neues an? Das haben wir gerade schon besprochen. Am I Okay als Tipp, die romantische Komödie mit Dakota Johnson, die sich mit Anfang 30 eingesteht, dass sie Frauen liebt. Mach mal weiter, ich hab's irgendwie noch nicht hier. Doch, jetzt habe ich es. Kinds of Kindness. Da habe ich auch den Trailer verlinkt auf kinokast.net. Das ist der neue Film von Yorgos Lanthimos, der ja, hat er den Oscar gewonnen für Poor Things? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber zumindest war im Oscar-Rennen mit dabei für Poor Things und ist auch ein sehr angesehener Regisseur.
Der Kinds of Kindness läuft jetzt an. Bin ich sehr gespannt, wie der dann performt. Dann läuft an A Killer Romance, eine Action-Komödie mit Glenn Powell, den wir inzwischen sehr lieb gewonnen haben, glaube ich, in der Sneak, weil der jetzt schon ein paar Filme da dabei war und das eigentlich relativ ganz gut gemacht hat. Als Philosophieprofessor und Gehilfe der örtlichen Polizeibehörde, hatten wir in der Sneak, haben wir vorgestellt vor ein paar Wochen, der hat uns beiden sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich erinnere mich sehr gerne auch an den zurück. Also den kann ich empfehlen, da kann man auf jeden Fall reingehen. Und wer jetzt denkt, ach, das ist eine stupide Action-Rom-Com. Nee, ist ein Richard Linklater-Film. Ist komplett getäuscht worden. Ja, das ist ein Richard Linklater-Film. Da ist mehr als ein doppelter Boden drin und da ist, der ist richtig gut. Und das verrät der Trailer leider überhaupt, oder was heißt leider, das verrät der Trailer überhaupt nicht. Der Trailer ist so ein bisschen ein trojanisches Pferd. Man denkt so, ja, ich habe kapiert, worum es in dem Film geht. Nee, geht mal rein, der ist richtig gut. Meine Zweifel habe ich dann bei dem nächsten Film, ob der richtig gut ist. Nämlich, wir hatten in der Sneak Preview den Film Pearl. Der war ja, den fanden wir alle furchtbar, wenn ich mich richtig erinnere. Dann habe ich nachgeholt gehabt den ersten Film aus der Reihe, nämlich X. Und den fand ich total gut, komischerweise. Und jetzt kommt der dritte Teil von Ty West. Der heißt Maxine mit Triple X in der Mitte. Weil die Mia Goth, die Schauspielerin, die bei Pearl zusammen mit diesen Pornofilm-Drehleuten auf dieser Farm, die da so ein bisschen reingerutscht ist in dieses Pornofilm-Drehthema, die kommt jetzt nach Hollywood, glaube ich, als Pornosternchen und will da weiter durchstarten und ihre XXX-Karriere machen. Und wir wissen ja, sie hat einiges auf dem Kerbholz, was Mord und Totschlag angeht. Und genau. Und sie läuft auch nicht ganz rund. Deswegen, das hast du sehr nett gesagt. Was war der Tipp für die Sneak? Habe ich vergessen. Irgendwie alles. Ja. Irgendwie. Vielleicht könnte er kommen. Ja, der andere Film kam ja auch. Ich drücke die Daumen. Das ist sehr, sehr lieb. Vielen, vielen Dank. Also Maxine, kann ich nicht sehen, aber ja. Das ist eine Doku. Das war's dann auch schon. Das reicht ja. Maxine, ja. Topfilm. Topfilm. Killer Romance, Topfilm. Topfilm der Woche. Maxine. Topfilm der Woche. Top. Okay, dann sind wir da soweit durch mit den Neustarts und mit den Charts hier. Die offiziellen Innenstadtkinos Stuttgart. Charts. Nur hier bekommt ihr die, nur hier. Und ich möchte noch hinweisen auf ein paar Trailer, die ich verlinkt habe auf kinocast.net. Wer jetzt immer mal wieder auf kinocast.net vorbeischaut oder auf den sozialen Medien, der dem Kinocast folgt, was mehr oder weniger ich bin, da teile ich auch immer mal die Links dazu, wenn da was veröffentlicht ist. Ich habe da ein voll paar. Voll das Reveal hier. Voll das Reveal hier. Ja. Ich habe da so ein paar Trailer veröffentlicht, zum Beispiel Die Unzertrennlichen ist ein Animationsfilm, könnte auch ganz erfolgreich werden, da stecken nämlich so ein paar Leute dahinter, die bei Toy Story mit dabei waren und im Deutschen hat die Hauptrolle, der Sprecher der Hauptrolle ist Kristall, der auch gewaltig Werbung dafür macht, dass er das gemacht hat. Könnt ihr euch den Trailer mal angucken, Die Unzertrennlichen, 2 durch dick und dünn, startet am 28. August in Deutschland. Dann habe ich verlinkt ausnahmsweise mal einen Serientrailer, weil ich habe ja eigentlich sonst immer nur Kinofilme hier verlinkt als Trailer. Aber die Serie wirkt sehr cineastisch. Es handelt sich nämlich um The Penguin, die Serie in dem Batman-Universum. Und der Trailer sieht richtig gut aus, hat auch der Baha, glaube ich, kommentiert, also das gerne anschauen möchte. Dann hatte mich der Chris auf einen Film hingewiesen, The Red One, auf einen Trailer. Und den musste ich dann gleich mal mit verlinken. Und ich habe jetzt mittlerweile auch den deutschen Trailer verlinkt, den ich nicht ganz so witzig finde, weil im Original war schon ein paar Witze drin, die ein bisschen lost in translation sind im Trailer. Aber gut. Worum geht's denn da, Chris? Willst du es kurz erwähnen? Kann ich gerne machen. Da geht's drum, dass J.K. Simmons spielt Santa Claus. Den Weihnachtsmann. Und der Weihnachtsmann wird entführt und sein engster Vertrauter und Bodyguard, was weiß ich was, gespielt von The Rock, soll ihn wieder zurückbringen und finden und wird dabei unterstützt von einem sehr, sehr guten Fährtenleser, / Tier 4 Naughty Lister.
Chris Evans ist es, ne? Im Deutschen sagen sie Level 4 Bösewicht. Ja, Level 4, ja, auf der Liste auf jeden Fall. Ja, auf der Liste. Ja, das ist lustig. Also es birgt sehr, sehr viel an. Also der ist zur Unterstützung dabei. Es birgt sehr, sehr viele abgefahrene, witzige Situationen mit spannenden Gegnern, sagen wir es mal so. Hm. Mit Eisbären, Krampus. Als Elfen, mit Eisdingern. Krampus. Krampus, genau. Und mit Ohrfeigen-Challenge und so. Ist mein Gesicht noch da? Also es wirkt sehr, sehr actionlastig, aber gleichzeitig auch witzig gemacht. Ich bin Problem mir nicht ganz wird sein, sicher. Wir ja, wissen schon, wie es ausgeht. Also wir wissen ja, wie es okay. ausgehen wird, weil wenn The Rock mitspielt, gewinnt auch The Rock. Ja, es ist jetzt nichts Unbekanntes, denke ich. Und deswegen, okay, aber ich habe Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich auch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der im Kino anläuft. Die Informationen widersprechen sich etwas, denn der Film ist von Amazon produziert. Und ja, ich weiß nicht genau, ob der dann nur auf Amazon Prime läuft, weil bei manchen steht, dass der auf Amazon Prime seine Premiere hat. Bei manchen steht, dass er kurz ins Kino kommt. Wir werden sehen. 14. November steht erstmal so ein bisschen als Datum fest. Wir werden sehen, was da so passiert. Dann endlich mal wieder ein neuer Hai-Film. Something in the Water. Da ist was im Wasser. Da fahren so ein paar junge Mädels mit so einem Boot auf so einer einsamen Insel und dann stellen sie fest, da ist irgendwas im Wasser. Trailer sieht ganz lustig aus, könnte ein schöner Schläferz werden. Dann, wir hatten in der Sneak Smile und der hat mich ja echt umgehauen, weil den fand ich so gut. Der hat mich so erwischt, der Horrorfilm. Ich habe schon viel gesehen in dem Genre. Fand ich richtig gut. Jetzt kommt jetzt Teil 2. Gibt es einen Teaser-Trailer, könnt ihr auch mal anschauen. Und dann noch ein Film Berlin Nobody, basiert auf einem Bestseller über eine Sekte in Berlin. Habe ich auch den Trailer verlinkt. Der startet jetzt schon am 1. August. Da werden wir wahrscheinlich demnächst bei den Neustarts was von hören. Dann Schlag auf Schlag, der neue Alien-Film Alien Romulus. Gibt es auch einen Trailer, der startet auch schon am 15. August in den deutschen Kinos. Und was haben wir noch? Nee, Heimkino. Ja, den Rest habe ich dann beim letzten Mal schon erwähnt. Also viel dabei, guckt mal vorbei auf kinocast.net, funktioniert auch jetzt richtig geil von allen Mobilgeräten, habe ich getestet, könnt ihr auch schön die Trailer schauen und mal gucken, ich habe schon wieder ein paar bekommen, die ich mit verlinken werde, also bleibt da dran, also gibt es nicht nur die neue Sendung, sondern fast jeden Tag einen neuen Trailer verlinkt, die wir euch empfehlen. Weil es lustig ist, gerade hier live, der Live-Test, ich komme auf die Seite gerade nicht drauf. What? Kinocast.net. Was ist da los? Ja, jetzt kommt sie. Okay. Keine Ahnung. Da sind wir. Dann auf ein was wollte ich noch hinweisen, das habe ich hier mit erwähnt. Es gibt einen neuen Film aus der Eberhofer-Reihe, von der ich ja absoluter Fan bin. Der mittlerweile, weiß nicht, 95. Film aus der Eberhofer-Reihe. Und zwar heißt der Steckerfisch-Fiasko. Der haben ja immer so lustige Namen. Und ja, wird dann irgendwann 2025, glaube ich, dann erscheinen. Das Buch ist 2023 erschienen und ich freue mich da jetzt schon drauf. Da gab es eine News vom Filmverleiher, dass da jetzt gedreht wird. Natürlich alle wieder mit am Start, so wie es sich gehört. Mittlerweile ist, glaube ich, eine Serie, die im Kino läuft einfach, aber die immer wieder richtig gute Einschaltquoten hat. Und was heißt Einschaltquoten? Richtig gute Besucherzahlen hat und natürlich auch Einschaltquoten, wenn es im Fernsehen läuft. Ich glaube, da lief jetzt einer der Filme, lief jetzt irgendwo parallel zu einem Fußballspiel, hat trotzdem Top-Einschaltquoten erzielt. Krass. Jo, dann gehen wir mal weiter ins Heimkino. Wir hatten nämlich einen Rezensionsfilm. Oh. Heimkino. Also wir hatten ja so eine E-Mail bekommen. Oh. Hatte ich ja schon erwähnt gehabt. Da waren sehr viele, oder wir hatten angefangen von oben her, wir hatten Strictly Confidential, diskrete Leidenschaft. Strictly Confidential, so hieß er ja, genau. Mit Elizabeth Hurley, wo ich mich gefragt habe, wie kann ihr Sohn Damien Hurley seine Mutter in solchen so inszenieren, dass teilweise nur auf den Brustkorb gefilmt wird, um es mal so zu sagen, ja. Und naja. Und dann waren noch so andere Filme drin, ein pakistanischer Agentenfilm, der aber auch eine sehr niedrige Wertung hatte. Und
Dann war noch irgendwas dabei, Hunted, Menschenjagd, irgendwie so ein skandinavischer Film, so eine Art Running Man oder wie das heißt, so ein Remake. Und aber dieser eine Film, Traummann an Bord, hatte nicht nur einen schönen Titel und ein schönes Coverbild, sondern der hatte auch nicht ganz so eine schlechte IMDb-Wertung mit 5,4 wie die anderen Filme. Und da habe ich den einfach mal in unser Dokument gepackt, habe ich gesagt, den lass uns doch den mal gucken. Du hast überhaupt nichts reingeschrieben hier. Du hast den gar nicht geguckt, oder? Doch, weil ich ungefähr nach, glaube ich, einer halben Stunde ausgeschaltet haben oder so. Ja, du hast eben keine romantische Ader. Das hat bei dir nicht verfangen. Nee, worum geht's denn? Bei Traummann an Bord. Ich lese mal kurz hier den offiziellen Inhalt vor. Verliebt in den Captain. Herzerwärmte Romanze von Rom-Com-Profi Damien Romay. Wer kennt ihn nicht? Er hat zum Beispiel solche Sachen gemacht wie Ein Schritt zu dir oder Secrets and Sins, Geheimnisse aus der Vorstadt. Nie gehört von den Filmen. Die ehrgeizige Designerin Lorelei erbt ein etwas in die Jahre gekommenes Segelboot. Sie fliegt in die Karibik, um das Schiff zu renovieren und schnell zu verkaufen. Auf der Suche nach einem erfahrenen Bootsmann trifft sie Rob, der verspricht ihr zu helfen. Obwohl der etwas chaotische Lebemann nur wenig zu Lorelei passt, lässt die gemeinsame Zeit die beiden einander näher kommen. Ach, oh, ist das nicht schön? Ist doch ein romantischer Film, sondergleichen. ja, jetzt bringen wir mal ein bisschen Realismus hier rein. Also, als die beiden sich treffen, ist von Anfang an klar, die kommen zusammen. Oder hat da irgendjemand Zweifel dran gehabt? Nein. Also das war, also wer mehr als einen Film gesehen hat, wusste am Anfang schon, wie der Film abläuft. Dann wird am Anfang so gezeigt, wie sie in ihrer Werbeagentur oder was auch immer die machen. Und da soll sie Partnerin werden in dieser Werbeagentur. Ja, wenn sie die Präsentation schafft. Genau. Ist ja da so Zeitdruck. Ja, uiuiui, eine Präsentation schaffen. Mhm. Und dann ist sie Partnerin. Jaijaijai. Ja, sie fliegt dann dahin, weil sie das Boot von ihren Eltern, die hatten sich irgendwann da... War es nicht Tante? Tante? Ich dachte, es waren ihre Eltern. Ich glaube, es war die Tante. Ist ja auch eigentlich irrelevant. Irgendeine Verwandte, die sich da getroffen haben auf der Insel und die dann quasi sich in die Insel und in sich selbst verliebt haben und dann das Boot gekauft haben und auf dieser Insel dann gelebt haben. Das war natürlich auch erstmal kaputt und musste saniert werden. Und haben sie viel Geld reingesteckt und sind dann auf dieser Insel geblieben, weil sie das auch so toll fanden mit den Leuten. Und sie kommt dann halt da runter und will halt einfach nur dieses Boot irgendwie fit machen und dann verkaufen. So schnell wie es geht, weil sie muss ja zur Präsentation zurück. Genau, und es läuft natürlich alles nicht so in solchen Regionen. Da ist alles so ein bisschen laissez-faire und manana und so weiter. Und ja, Sie heuert den natürlich an, da wird überhaupt nie von Geld geredet, also er besorgt alles, beschafft alles, Geld spielt keine Rolle, er hilft ihr. Ja, er wird ja auch erstmal besorgt von der Bartante da. Und ich habe da genau den richtigen Kerl für dich. Ja, das klingt falsch. Und die, ja, aber so war es ja. Und die Bartante auch so, die hat natürlich, ja, kannst du mir hier, du malst doch gerne, kannst du mir hier das malen? Da wird auch nie von Geld geredet. Das ist alles einfach so Kommunismus pur. Jeder hilft jeden. Also auf dieser Karibikinsel. Und ja, ist einfach, der Film ist eigentlich, ist auch hier tituliert als TV-Film. Also in den USA lief der auch gar nicht im Kino. Da lief der im Fernsehen irgendwo wahrscheinlich. Völlig überraschend. Nachmittagsprogramm. Ich jetzt nicht so. Und war auch gefühlt so eine, weiß nicht, so eine Corona-Produktion, so eine Handvoll Leute auf einer Südseeinsel, die ein bisschen wahrscheinlich im Parallel gedreht zu diesem anderen Film, den wir letztens hatten. Also das war ja auch irgendwie so gefühlt so eine kleine Anzahl von Leuten, die da auf einer Insel zusammengefercht sind und irgendwie so einen Film drehen mussten, ne? Ja, aber also jetzt mal, ohne Scheiß, ich habe ja schon viele Filme inzwischen geschaut und viel erlebt, aber einen derart beschissenen synchronisierten Film. Oh ja, die Synchro. Also wo die Figuren den Mund noch bewegen, aber nichts mehr gesagt wird und umgedreht, also wo der Mund schon geschlossen ist, aber es wird noch was hinterhergeschoben, wo ich gedacht habe so, Alter, sind das irgendwie Bauchredepuppen oder was ist da los? Und also das war schon eine absolute... Das war eine Katastrophe, wirklich eine mittelschwere Katastrophe, abgesehen davon, dass die Dialoge halt, also ich will jetzt nicht sagen seicht, weil das würde dem Wort seicht ungerecht werden. Also was haben denn die da eigentlich, also
wow, wer sich das ausgedacht hat, wow. Also ich denke, jeder, der das so sieht, jeder normale Mensch, normal denkende Mensch, der auf diese Insel kommt und das so sieht, der denkt erstmal, haben die alle hier, bin ich auf der richtigen Insel? Ist das hier irgendwie eine Sonderinsel oder irgendwas? Keine Ahnung. Für besondere Menschen, keine Ahnung. Schauspielerische Leistungen. Ach, come on, hey, da hättest du auch ein Stück Holz hinstellen können. Das hätten die besser hingekriegt. Die Story gab gefühlt überhaupt nichts her. Das ganze Ding, die ganze Zusammensetzung war so komplett plump. Dieses Kind, furchtbar. Oh, das Kind. Katastrophe. Was soll denn das? Also das war noch, ich habe es hier in unserem Dokument geschrieben, es gibt Pornos, die haben weitaus mehr Handlung und bessere Schauspiel. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Da kann ich nicht d'accord gehen. Glaub's mir einfach, vertrau mir einfach. Aber und da geht es nämlich noch zur Sache. Und dieses ständige Aneinander, Gott, leck, oh mio. Also ich habe schon echt viel Scheiß erlebt. Aber das war wow. Das Schlimme ist ja, dass die zwei, die nun in diesem romantischen Film hier mitspielen, dass sie eigentlich null Chemie miteinander haben. Also du kaufst dir das zu keinem Zeitpunkt ab, dass die sich gerade irgendwie ineinander verlieben. Das ist einfach so schlecht. Das ist so schlecht. Das ist eine absolute Katastrophe. Also, Kate, wie weit hast du denn geguckt? Nun, wie gesagt, nur die erste halbe Stunde. Ja gut, dann hast du ja eigentlich fast schon alles gesehen, was man sehen muss da irgendwie. Alle fragwürdigen Dialoge wurden gesprochen. Eieiei, nee. Das Schlimme waren da noch diese ganzen Stock-Footage-Aufnahmen. Also es wurde ja immer, die sind ja dann immer irgendwo, dann wurde so, also man hatte ja kein Geld. Also es war ja gefühlt kein Geld dafür nichts bei diesem Film. Deswegen waren nur eine Handvoll Schauspieler da und irgendwie hatte man ein bisschen Geld für das Boot oder man hat sich halt gemietet oder irgendwo, keine Ahnung. Und dann wurden halt das, was man so Establishing Shots nennt, also wo gezeigt wird, wer ist jetzt gerade wo, also wenn gezeigt wird, irgendwie, sie ist jetzt gerade, wo kam die her, aus Miami oder so, da wurden halt irgendwelche Establishing Shots und dann irgendwie, sie sind jetzt auf hoher See, okay, aber sobald dann sie am Steuer so, ich hab noch nie auf hoher See, kein Problem. Und dann siehst du, die Kamera schwenkt rum, hinten so Häuser bis an die Küstenlinie. Also wenn das hohe See gewesen sein soll, dann weiß ich auch nicht. Also so schlecht einfach. Also irgendwie beschafft er auch die ganze Technik, aber es wird nie gezeigt, dass da irgendwie Geld fließt, so. Ich wüsste auch gar nicht, wie man diesen Film empfiehlt. Das ist für ist so sehr, sehr einfach gestrickte Menschen, die so ein bisschen heile Welt leben wollen oder leben und kennst du den Sender Romance TV? Ja, aber ich glaube, selbst die lassen die Finger davon. Nee, ich glaube, das ist so ein Film für Romance TV. Das ist so heile Welt, so dieses, was weiß ich, irgendwelche, was weiß ich, in Schottland, irgendwelche Ärzte, wo dann irgendwelche Patienten, die da zu Besuch sind oder so Urlaub, die sich dann in den Arzt verlieben und so. Genau sowas ist das auch. So, die kommt da hin und der ist halt so ein Aussteigertyp und hat ja eigentlich auch mal an der Börse gearbeitet, aber jetzt, hat er erkannt, dass das einfache Leben ist sein Ding und heieiei. Fragst dich, alles ganz schön und gut, aber wovon bezahlt ihr die ganze Chose hier? Also, ja, mal abgesehen davon, also das wäre das Nächste. Aber also, sie will da so frech werden. Fand ich das. Und dann wird sie, das Beste ist, sie wird ja aber angerufen von irgendwelchen Leuten, die da arbeiten, hier passiert gerade was und so, du musst zurückkommen, du musst, und dann kommt, das war gar nichts. Ja, ist auch so völlig, hä? Wird so versucht, da Druck in den Kessel zu bringen, weil die Story selbst ja überhaupt keinen Druck bietet, ne? Also, übrigens, der junge Mann von dem Filmverleih, wir müssen ja, wenn wir einen Screener zugeschickt bekommen, dann ist es ja eigentlich, dann wird ja immer mal gefragt oder der Filmverleih, der hat ja dann gern mal so ein bisschen Feedback
und möchte dann gern so den Rezensionslink haben, wo wir dann drüber gesprochen haben und so. Das habe ich natürlich nach der letzten Sendung geschickt und da kam dann auch irgendwie so eine Antwort so wie, ja, das lief ja nicht ganz so gut, ne? Und so. Sorry, Leute. Und ich muss leider sagen, lief diesmal auch nicht so gut, aber das liegt halt an den Filmen. Also da sind ja jetzt, warte mal, ich lese mal die Titel vor. Vielleicht kann ja jemand von den geschätzten HörerInnen, vielleicht hat ja jemand schon einen von diesen Filmen gesehen. Also wir haben jetzt hier MR-9 Secret Agent, eine spannende und rasante Agenten-Action basierend auf einer Bestsellerreihe. Klingt ja nicht schlecht. Produktionsland Bangladesch. Ja. Eine Agenten-Action aus Bangladesch. Entschuldigung, nicht Pakistan, ich habe es verwechselt vorhin. Dann Hunted-Menschenjagd, mörderischer Klassenkampf, reiche Aristokraten jagen Großstadt-Kids. Aus Großbritannien ist der, okay. Oder Mastema, Engel des Bösen, ein Mystery-Thriller voller biblischer Anspielung und dämonischer Besessenheit. Von den, Achtung, jetzt kommt's für dich, Chris, von den Produzenten des Cannes-Gewinners Titan. Jawoll. Mit Camille Razin aus Emily in Paris. Jawohl, französisch-belgische Koproduktion. Ich ahne Schlimmes. Ja, oder noch so eine Rom-Com, Crazy About You. Urkomische und ungewöhnliche Rom-Com vor wunderschöner australischer Kulisse, Kate. Von Monty Python-Legende John Cleese. Ist der was vielleicht? Also das waren jetzt alle, die da noch sind, wo wir Screener haben. Kann da vielleicht jemand von den geschätzten HörerInnen oder vielleicht derjenige, der Tobias, der uns die Screener geschickt hat, vielleicht uns irgendeinen Hinweis geben, welcher dieser Filme nicht ganz so scheiße ist wie die anderen, die wir gerade gesehen haben. Ich hätte da noch eine Frage. Ja. Ich habe mal eine Frage. Dieser, du hast was von Menschenjagd, Hunt oder sowas Hunted, gesagt. Hunted, Menschenjagd. Hatten wir den nicht schon mal? Nee, da gibt es ja viele. Mir kommt es total bekannt vor. Das ist wahrscheinlich auch so ein Copycat-Film. Okay. Weil ich weiß, ich habe mal einen angeguckt, auch für die Sendung. Ganz schrecklich. Wir hatten einen auf Amazon Prime, der lief, glaube ich, während Corona. Also der Film gibt es neu hier im Digital ab 11. Juli. Der ist neu. DVD, okay. Ja, 18. Juli und ab 1. August dann auf Blu-ray. Ja, dann kann es der nicht sein, okay. Also wir wären noch so ein bisschen vor der Welle, wenn wir den nehmen, ja. Aber vielleicht kann ja jemand, vielleicht hat er jemand eine Idee, vielleicht hat ihn jemand im Ausland irgendwo gesehen, weil die kommen ja meistens aus dem Ausland. Ansonsten würde ich sagen, wir nehmen die australische, die urkomische und ungewöhnliche Rom-Com vor wunderschöner australischer Kulisse. Und den, da sag mal einfach, Kate, den musst du mal zu Ende gucken. Crazy About You. Ach nee, Entschuldigung, okay. Nicht von Monty Python, sondern mit Monty Python-Legende, obwohl der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, wahrscheinlich hat er einen kurzen Auftritt, wie er am Pool liegt oder so. Wir haben auch hier einen Trailer dazu. Hab ich den mal hier. Oh, im Trailer sieht man schon Delfine und Leute, die sich anlächeln und so. Ach, ist der wo schön. In Australien spielt das denn? Ach, da fragst du mich Sachen. Steht das da irgendwo? Nee, das steht nirgendwo. Sowas spielt doch immer in Sydney. Weil da drehen doch alle gern, die da hinkommen. Also eine meiner liebsten Kinderserien spielt in Brisbane. Ja, nee, hier sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen das Outback hier, wenn ich das richtig sehe. Weil hier wandert einer halbnackt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es hier ohne Ton nur laufen. Ihr könnt ja selber mal gucken. Vielleicht kriegen wir einen Tipp aus der Community. Vielleicht sagt jemand hier oder vielleicht machen wir es so. Ja, ich habe ja jetzt kurz vorgelesen, welchen Film sollen wir schauen? Oh Gott, mach eine Abstimmung. Genau, schreibt es als Kommentar auf kinocast.net und wir machen mal weiter hier im Heimkino. Der Chris hat Trigger Warning geschaut. Da weiß ich überhaupt noch nicht, was sich dahinter... Ich weiß nur, es ist irgendwas auf Netflix, weil das hat der Chris hier geschrieben, aber ich weiß nicht, um was es geht. Trigger Warning, ein Action-Thriller aus dem Jahr 2024, der insgesamt 106 Minuten geht, mit Jessica Alba in der Hauptrolle. Jessica Alba. Ja, und schon ist er interessiert. Jessica Alba spielt... was? Ich erinnere mich an die Szene, wo ich dazu gekommen bin. Oh ja. Wo ich gemerkt habe. Das ist wirklich gut. Kate kommt rein. Chris hat diesen, das. Ja.
Ja. Sag. Und ich so, wo haben sie denn die her? Die sieht aus wie eine junge Jessica Alba. Ich so, das ist Jessica Alba. Oh. Die ist, also, was haben die mit der gemacht? Ja, mein Gott. Jedenfalls ist Jessica Alba eine Soldatin von so einer Spezialeinheit. Das sieht man schon gleich zu Beginn, die sich da quer durch die Wüste da kämpfen muss und da mit dem Auto abgeschossen wird und eher auch wie dann so ein, ja, sehr, sehr kampferprobt auf jeden Fall ist. Und sie muss nach Hause zurück, oder sie kehrt nach Hause zurück, weil ihr Vater, ihr über alles geliebter Vater, ist leider gestorben. Und sie soll dann nach der Bar von ihm gucken. Also sie hat da ein Land, ein Stück Land, und da ist eine Bar drauf. Und das kein ist Segelboot? Okay. Nee. Okay. Ist auch nicht so wirklich eine Love Story. Also nicht so wirklich eine Love Story. Und in der Kleinstadt ist halt eine, ja, so ein bisschen eine Gang am Arbeiten, die Waffenschmuggel betreibt und illegalen Waffenhandel betreibt mit der Militärstation, die auch am Ort ist und mit halt irgendwelchen zwielichtigen Gestalten. Und da gibt es halt auch diesen Tunnel, der auf dem Land ist, und dieser Tunnel ist halt da eingestürzt und hat den Vater begraben und was weiß ich was. Und es ist ein Film, wirklich ein Actionfilm, der sehr viel Jessica Alba beim Kämpfen zeigt. Die muss auch ganz gewaltig einstecken. Es ist nicht immer alles so ganz einfach. Ich kann mit dem Namen übrigens Trigger Warning überhaupt nichts anfangen von dem Film. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, am Anfang fand ich ihn eigentlich noch ganz nett und ganz cool gemacht. So ein bisschen, es hatte so einen leichten John Wick-Touch, einen ganz leichten. Also wenn der Erik ihn jetzt anguckt und dann sagt, was, John Wick, bist du verrückt? Das ist ganz, ganz leicht. So vielleicht so eine Prise John Wick vorbeigeflogen. Und sie versucht auf jeden Fall, dem Ganzen Einhalt zu gebieten, ihre Bar und die Kleinstadt da zu retten und alles. Und auch diesen Waffenschmuggelring da zu zerschlagen. Und es, ja, ist jetzt nicht unbedingt ein mega Film mit Oscar-Potenzial oder mit wirklich tiefgehenden Dialogen oder sowas. Er ist nach meiner Auffassung um Längen besser als das, was wir mit Jennifer Lopez gesehen haben. Aber halt auch nicht Atlas. So wirklich geil. Ja, also Atlas war ja, eine Katastrophe. Also er ist jetzt, er ist ein Regal höher, aber wenn man weiß, wo Atlas stand, weiß man auch, wo Trigger Warning sich einpendeln wird. Ich möchte drüber nachdenken. Ich reduziere gerade nochmal so ein bisschen nach unten. Also ich hatte ihn ursprünglich bei 6,5, bin jetzt bei 4,5 angekommen, weil wenn ich drüber nachdenke, ja, er wird auch zu Recht teilweise verrissen. Also ich sag nur, eine Rezension fängt schon an mit unlogisch von der ersten Minute. Der Anfang war schon so enttäuschend, zwei Autos zu folgen. Das Auto der Protagonisten, in ca. 300 Metern befindet sich ein Quad aus ihrer Einheit, worunter auch ein Scharfschütze ist. Und anstatt auf das zweite Fahrzeug zu feuern und bla bla bla, feuern die eine Riesenrakete da drauf. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, weil ich war der Meinung, das sind drei Leute im Fahrzeug, nachher waren es nur zwei. Also manchmal ein bisschen verwirrend. Und ja, es ist, man hieft Jessica Alba so ein bisschen in so ein Action-Ding rein. Das ist ganz okay. Nicht der Weisheit letzter Schluss auf jeden Fall. Es ist ganz okay. Es ist mal zum Anschauen was man nicht an einem Stück anschauen muss. Ob man da zwischendurch irgendwas vergisst oder nicht, ist auch nicht so wild. Die Charaktere um Jessica Alba rum sind allesamt ein bisschen blass, aber sei es drum. Es war okay. Also wie gesagt, ich habe ihn bei 4,5 von 10 Punkten. Auf Netflix kann man den klicken, wenn man wirklich mal Zeit hat. Und ja, ich lese hier noch Schlagzeilen mit eine totale Verschwendung. Keine Chance für Amazon. Netflix landet Streaming-Hit trotz brutaler Kritiken. Okay. Kann mal reinschauen. Erik, ich empfehle es dir mal reinzuschauen. Kann Netflix nicht so die wahnsinnig gute Auswahl hat an Filmen? Also das, was sie sich so ranholen, was sie selber produzieren, hat gefühlt nicht so die richtige Qualität immer, finde ich. Das ist komisch. Seltsam auf jeden Fall, ja. Seltsam. Aber ja, es ist... Ja gut, dafür, dass es halt in Anführungszeichen nichts kostet, dass man es halt in der Flatrate drin hat, kann man mal das mal mitnehmen. Ich gucke vielleicht auch mal rein. Das, wie gesagt, man kann es mal mitnehmen. Ist schauen, was Jessica Alba so macht. Die häufigste Kritik, grottenschlechte Action-Szenen. Das würde ich jetzt noch nicht mal so sagen, aber ja. Ich guck mal rein. Ich glaube, ich kann mich an das Teaser-Bild erinnern, das hat es bei mir bei Netflix schon mal gezeigt.
Ich habe ja jetzt einiges, ich habe ja diese Tour de France, diese Doku durchgeschaut auf Netflix, da kam das, glaube ich, irgendwann mal. Naja, ich habe auch noch was geschaut jetzt, wo ich hier ein bisschen kränklich da auf der Couch oben lag. Und zwar habe ich zwei Filme mit Matt Damon geschaut. Einen von meiner Blu-ray, von 4K Blu-ray und einer kam im Fernsehen. Jetzt ist das Rätsel. Jetzt könnt ihr sagen, welche Filme mit Matt Damon, welche richtig guten Filme mit Matt Damon habe ich geschaut, als ich krank war. Kleines Der Marsianer. Das stimmt, das ist schon mal richtig. Ich habe die Special Extended Edition geschaut. Event Horizon. Wie hieß das mit der Bohrinsel? Also Moment mal. Also Good der, Will Hunting. Der Marsianer war auf jeden Fall meine 4K Blu-ray Extended Edition. Da habe ich quasi mich da schön gemütlich hingelegt. Habe ich gedacht, okay, das ist mein Go-To. Ja, das, so, habe ich auch wieder sehr gefeiert. Fand ich wieder extrem toll. So ein toller Film. Und das zweite kam im Fernsehen. Jetzt könntet ihr ja mal Good ein bisschen, Will Hunting. Nee. Jetzt könntet ihr ja mal ein bisschen schauen, was da so lief im Fernsehen. Dogma. Nee. Es kam auf ProSieben. Ah, hier. Jason Bourne. Nein. Ein Film, den wir in der Sneak hatten. Ich gebe mal Tipps. Ja, der Bohrinsel-Film. Nee, der nicht. Boston. Nein. Hm. Vergangenen, was war das? Freitag. Ja, also das TV-Programm von letzten Freitag, ja. Weiß ich. Ja. Den hatten wir vor nicht allzu langer Zeit in der Sneak Preview. Fanden wir alle gut, wenn ich mich recht erinnere. Also die mit waren. Sneak? The Great Wall hatten wir in der Sneak. Le Mans hatten wir in der Sneak. Genau, Le Mans. Le Mans 66. Der lief am Freitagabend auf ProSieben. Wie ich es halt weiß, weißt du, ja. Weil ich kenne das TV-Programm von ProSieben auswendig. Siehst du mal. Genau. Und da habe ich mir so gedacht, ey, sag mal, Matt Damon, der hat eine echt gute Rollenauswahl. Kannst nichts sagen. Ja, ey, der kann sich auch raussuchen. Dieses Deepwater Horizon ist schon, der hat eine richtig gute Rollenauswahl. Also Le Mans 66 war richtig gut. Und auch so die anderen Sachen. Ja, genau. Das war aber eher Zufall, dass ich dann, als ich mit dem Marsianer fertig war, dann abends da reingezappt habe und dann kam das, habe ich sogar mit Werbung dann geschaut. Mit Damon. Sehr schön. Kann ich beide nur empfehlen. Also Marsianer sowieso, wäre ich ja nicht müde, den zu empfehlen. Und ich hoffe, dass auch bald das nächste Buch verfilmen von dem Autor, ja. Gut, die Matt Serien Damon. Lassen wir heute, glaube ich, mal aus. Wir sind schon über eine Stunde. Und Serien-Neustarts habe ich auch nichts vorbereitet. Ich werde mal kurz drüber fliegen, ob da was startet, was irgendwie, heute ist der 30. Juni. Mal gucken, ob da irgendwie jetzt im Juli, Anfang Juli irgendwas startet, was mir ins Auge springt. Seattle Firefighters, neue Staffel. Neue Staffel. Red Swan auf Disney Plus. Weiß ich nicht, was das sein soll. Weiß von euch jemand? Nee. Nein. Red Swan, Neustart? Nee. Was Nein. haben wir noch? Nee, das war's, glaube ich, was hier so alles demnächst anläuft. Ja. Okay, na dann gibt's beim nächsten Mal vielleicht noch mehr Serien-Neustarts. Ich glaube, beim nächsten Mal gibt's auch wieder Musiktipps, kann es sein, weil keiner hat was eingetragen. Genau, also heute erstmal nicht. Dann von mir nur der Hinweis an alle da draußen, wenn ihr Fahrrad fahrt, setzt immer schön einen Helm auf. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Wir hören uns dann nächste Woche dann wieder hier. Und ihr da draußen schaut immer mal auf kinocast.net vorbei, was es da so Neues gibt an Trailern. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast.